Am Dienstagabend, 14. Juni, findet im Jugendcafé Paradiso beim Micheli ein weiterer Anlass in der Reihe von Rheinach-Reden statt. Für einmal sind vor allem auch die Eltern angesprochen. Diesmal geht es um Ansprüche, wenn alle nur das Beste wollen. Es befasst so ein bisschen wie zwei, drei Ebenen eigentlich. Man kann es natürlich gesamtgesellschaftlich sehen, den Anspruch und Leistungsdruck, die an die Kinder gestellt werden. Aber auch der Anspruch, wo die Eltern und die Erziehungsberechtigten, mehr Erwachsene an unsere Kinder stellen und haben, dass der gefühlt alles wie mehr wird. Man meint, will zwar das Beste, aber es kann oft dann auch zu viel sein und man verbaut sich etwas. Darum braucht es die Veranstaltungsreihen und den Anlass. Dass wir wollen, Themen können öffentlich diskutierbar machen, vor allem die so mit Schwerpunkt Jugend zusammenhängen. Wir wollen, dass man öffentlich über diverse Sachen schwätzen kann. Es hat angefangen mit Kiffen, Handysucht. Einfach, dass man das auf den Plan bringt und diskutierbar macht und die Leute kann anregen, auch mal so nachzudenken, was sie für eine Haltung haben, wie sie mit dem würden umgehen. Und so das gegenseitige Verständnis unter den verschiedenen Bevölkerungsgruppierungen zu fördern. Wie eingangs schon kurz erwähnt, das Zielpublikum ist für einmal ein bisschen anders. Diesmal muss man sagen, sind in erster Linie die Eltern, die Erziehungsberechtigten ein bisschen. Punktuell Kinder und Jugendliche selber auch. Wir wollen auch überlegen, was gibt es für Resilienz, also wie kann man jemanden widerstandsfähiger machen, wie kann man lernen, umzugehen mit dem ganzen Druck, der da ist. Das betrifft natürlich Kinder direkt, kann aber auch uns Erwachsene betreffen. Aber eigentlich ist es mehr an die Eltern gerichtet, dass die etwas mitnehmen können und in den Diskurs kommen mit uns und vielleicht auch noch mit ihren Kindern. Der Anlass, worin ihr noch redet, findet am Dienstag zu oben, 14. Juni am 7. im Jugendcafé Paradiso an der Bruderholzstrasse 39 beim Micheli statt. Nach einem Impulsreferat besteht bei einem Apéro die Möglichkeit für individuelle Gespräche. Der Eintritt ist frei. Rabenfluch. Unter diesem Titel haben Schülerinnen und Schüler von der Akademia-Schule Rheinach mit viel Aufwand und Begeisterung ein Musical einstudiert und führen das Mitte Juni im Neuen Theater Dornach zweimal auf. Das Skript und Songs hat die Schulleiterin gerade selber geschrieben. Ich eigentlich vor der Ferien, vor der Sommerferien im letzten Jahr mit den Schülern Ideen gesammelt habe. Also so ein bisschen, was würde sie interessieren. Und dann habe ich aus dem, was sie dann gesagt haben, also sie haben so Mindmaps gemacht, habe ich dann das zusammengeschustert zu einem Musical. Ich habe Schulmusik studiert, in erster Linie, an der Musikakademie. Und das hat mir sicher geholfen, aber ich bin auch sonst musikalisch viel unterwegs und schreibe einfach auch gerne Songs und versuche auch immer so ein bisschen, ja, die heutige Musik ist aber nicht so, wie ich sie singbar finde im Musikunterricht. Und so ist das eigentlich entstanden, dass ich fand, okay, ich mache jetzt eigene Songs und singe sie mit ihnen, wo halt vielleicht schon jetzt die neue Pop, einfach ein bisschen die neue Popkultur halt reinkommt, aber trotzdem ist es für mich singbar und machbar und man kann auch mehrstimmig etwas machen. Und so ist das eigentlich entstanden, da habe ich irgendwann angefangen. Die Anforderungen sind hoch und vielfältig. Die Schülerinnen und Schüler machen begeistert mit. Die Schüler nehmen es immer sehr, sehr gut auf, muss ich sagen. Es liegt auch daran, dass sie freuen sich, weil sie wissen, eigentlich nach der Sommerferien in den ersten 4-5 Musiklektionen bekommen sie Skript und können dann immer die Songs dazu hören, also lesen und hören sozusagen. Und sie finden es eigentlich immer toll und haben es bis jetzt immer sehr positiv aufgenommen. Und umsetzen, das ist natürlich eine harte Arbeit. Also wir arbeiten, wir proben zweimal in der Woche. Wir haben angefangen im August. Und das Musical geht ja mehr als 2 Stunden eigentlich schlussendlich. Und das braucht sehr viel Disziplin. Also ich gebe dann auch Hausaufgaben, sage so, bis nächste Woche sitzt der Songtext, bis nächste Woche sitzt die Szene. Wir haben jetzt auch eine Schülerin gehabt, die die Choreografie gemacht hat. Sie hat sie dann auch aufgenommen und hat gesagt, so, bis nächste Woche schauen, dass sie die Choreografie drauf haben. Und es braucht sehr viel Selbstdisziplin. Sie müssen daheim üben. Und müssen auch in der Schule üben, sich treffen. Aber sie machen es gerne und wegen dem funktioniert es dann auch. Es ist immer wichtig, dass man nicht vergisst, es ist ein Schulmusical. Und ich finde, jeder, der möchte, sollte die Chance haben, sich zu zeigen. Und dann gibt es halt solche, die haben Affinität zur Musik mehr und haben auch schon mehr gemacht, haben vielleicht Gesangsunterricht, Instrumentalunterricht. Und die kann man dann auch breit gefächerter einsetzen.
Inhaltlich geht es im Musical «Rabenfluch» um eine mysteriöse Reise in ein rätselhaftes Moor und in eine andere Zeit. Das Musical «Rabenfluch» am 16. und 17. Juni zweimal im Neuen Theater Dornach. Ponyreiten, Geissenstreicheln, von weiteren tollen Tieren umgeben sein und am Glücksrad rühlen. Das und noch viel mehr gibt es am Sonntag, 12. Juni, zwischen um 11 Uhr morgen und oben um 5 Uhr am Rheinacher Tierparkfest. Zudem gibt es neue sogenannte Postenpass für 5 Franken, mit dem man viele Zusatzinformationen rund um Tier und den Tierpark bekommt. Und als Höhepunkt des Tages wird am Nachmittag um 3 Uhr ein Hirschgeweih versteigert. Der Eintritt ist frei, vor Ort kann man sich wunderbar verpflegen. Im Gartenbad Rheinach steht eine weitere Auflage vom mystischen Vollmondschwimmen bevor. In der Vollmondnacht vom Freitag 17. Juni und Samstag 16. Juli ist das Schwimmbad bis spät zu oben offen und bei schönem Wetter, respektive wolkenlosem Himmel, findet dann das Vollmondschwimmen statt. Zur Teilnahme am Vollmondschwimmen muss man einen ganz normalen Eintritt lösen. Der Rest ist organisiert. Sicher ein besonderes Erlebnis. Voraussetzung ist einfach, dass das Wetter stimmt.